Hey Leute, ich bin's Conny und ich bin hier, um euch zu sagen, dass ich alle meine Pets im Pet Simulator X verschenkt habe. Dazu kommen wir gleich, aber außerdem gab's noch ein neues Pet Simulator X Update. Nicht wirklich ein Update, sondern es wurden Lucky Blocks hinzugefügt. Und Leute, da ist es jetzt endlich, das neue Pet Simulator X Update mit den roten Pandaschuhen, die komplett zertrampelt werden von mir. Bam, 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 yeah! Und ich muss ja erstmal einsammeln, das ist natürlich immer das Wichtigste. Wobei, hier darf ich gar nichts mehr reinpacken. Ich muss die Pets hier rausnehmen, weil ich ja heute alle meine Pets verlosen werde. Deswegen packe ich keine Pets mehr weg. Apropos alle meine Pets verlosen, habe ich noch was in der Dark Matter Maschine? Muss ich natürlich auch nachgucken. Gut, hier ist nichts drin. So, was neu rauskam ist, es gibt wieder ein Lucky Block Event. Kommt aus den Lucky Blöcken was Cooles raus? Ich öffne jetzt mal so lange Lucky Blöcke, bis wir sehen können, ob denn was Lustiges kommt. Ich meine, es ist cool, dass sie mal wieder ein kleines Lucky Block Event gemacht haben. Für zwischendurch, um die Zeit zu überbrücken. Und, ja, Golden Toy Maus. So, wir müssen jetzt nochmal ein bisschen öffnen. Vielleicht kommt dann was Cooles. Wir öffnen ein paar Lucky Blöcke. Lucky Block, Lucky Block, Lucky Block. Super Lucky Boo ist auch mal cool, ja. Nehme ich alles an mich. Ja, das Pet ist mir egal. Aber immer noch dieser Fehler, dass man nichts abbauen kann, während da irgendwas auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das ist super nervig. Warum können die nicht das kleine Ding fixen? Sie müssen doch nur einen Haken rausnehmen. Einen einzigen Haken aus dem GUI. Langsam vervollständige ich meinen Index, aber ich will gucken, ob es irgendwie was Cooles gibt. Irgendein Mythical, was neu ist. Oh, da kommt ein Ei. Ah, ne, das ist wieder so ein Ei. Na gut, ich dachte gerade, ich habe es nur die letzten Male nicht gesehen. Okay, Leute, ich kann euch sagen, dieses Event hier kommt irgendwie ohne irgendwelche Changelogs. Uns wurde nicht gesagt, was neu ist. Wir wissen nicht, ob hier neue Pets drin sind. Aber ich habe es natürlich schon geprüft und es gibt neue Lucky Pets, neue Lucky Mythicals und ein neues Huge Pet. Ich habe einen Golden Lucky Wolf bekommen. Sehr gut. Dann wissen wir Bescheid. Hier ist sogar, Rainbow. Na, das ist ein normales Egg. Wow. Naja, egal. Auf jeden Fall gibt es doch neue Lucky Pets. Dementsprechend gibt es, oh, noch so ein Rainbow-Ding als Ort. Jetzt fehlt nur noch ein schwarzer. Was würde ich sagen? Ach ja. Ich werde die ganze Zeit aus der Bahn geworfen. Es gibt auch ein neues Lucky Huge Pet, aber die Chance, das zu ziehen, ist natürlich wieder super gering. Wenn ihr drauf hasseln wollt, könnt ihr es gerne machen, weil ihr müsst bedenken, wenn das neue Pet zum Lauterspiel rauskommen wird, ist es möglich, einige Mythical Pets zu übertragen. Ich habe gerade sogar ein Mythical bekommen, ich kann es mir einmal angucken. Lucky Agony war das, glaube ich. Wenn jetzt endlich mein Bildschirm frei werden würde, wann hört es auf? Wann hört es auf? Okay, jetzt. Dann können wir es uns endlich angucken, und zwar... ich gebe einfach ein Lucky. So, der Lucky Agony hat in der normalen Ausführung schon 17,1 Q und ist somit sehr viel stärker als der Lucky Tiger vom letzten Lucky Block Event. Also kann man sich den auf jeden Fall mal gönnen. Könnt ihr drauf farben, wenn ihr es gerne haben wollt. Ihr könnt auch gerne auf das Huge Pet gehen, weil wie gesagt, im Happy Pet Game kann man dann Exclusive Pets übernehmen. Preston hat noch nicht verraten, wie viele, welche oder welche Einschränkungen es geben wird, weil, sind wir mal ehrlich, es ist Big Games, die haben Einschränkungen. Entweder es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Exclusive Pets, die ihr übertragen könnt, oder es gibt nur bestimmte Huge Pets und Exclusive Pets, die ihr übertragen könnt. Aber wer auch immer heute die Verlosung gewinnt, kann auf jeden Fall welche übertragen, weil ich denke, hier ist genug dabei, dass auch was zum Übertragen mit drin sein wird. Wir werden es sehen. Okay, Leute, die Verlosung wurde jetzt endlich aufgelöst. Der Gewinner hat sich gemeldet. Beziehungsweise der Gewinner hat sich nicht rechtzeitig gemeldet und es wurde neu verlost auf unserem Discord-Server. Gewonnen hat erst Lucien, der hat sich aber nicht rechtzeitig gemeldet. Also wurde die Verlosung neu gestartet. Der Bot hat als neuen Gewinner Latest Version ausgewählt. Und Latest Version hat sich jetzt gemeldet, Lucien auch. Tut mir echt leid, Lucien, aber es war halt leider zu spät. Und ab dem Zeitpunkt, wo ein neuer Gewinner ausgewählt wurde, ist es nun mal so. Ich habe mir jetzt Latest Versions Namen kopiert. Werde alle meine Pets in die Bank legen. Ich gucke noch einmal nach, ob irgendwas locked ist. Nichts ist bei mir locked, okay. Ich muss auf jeden Fall zwei Sachen aus meiner Bank rausnehmen, die noch gelockt sind. Und zwar die beiden hier. So, Withdraw und Withdraw. Jo. Und dann werde ich die beiden Pets natürlich unlocken, damit er sich die auch nehmen kann. Und jetzt deposite ich alle meine Pets in der Bank. Oh, das wird dauern. Das wird dauern, Leute. So viele Pets, die werde ich alle jetzt hergeben an Latest Version. Auch die ganzen Eggs hier, die gehören dazu. 40 Pets sind schon mal draußen. Wir depositen weiter. Auch alle Sailor Eggs. Alle Hype-Gifts, alle Quest-Eggs, alle Arcane Dragon, warum er sie auch haben wollen würde. Ich verlose alle Pets. Darum ging es ja. Die guten und die schlechten Pets. 50 Pets. Bup. Und weiter geht's. Man kann immer nur 50 auf einmal machen. Das ist auch super anstrengend. Kann ich nicht... Ah doch, ich kann das so machen. Lol. Habe ich ganz vergessen. Ja, dann geht's natürlich viel leichter jetzt. 40 Pets. Weiter geht's. 48 Pets waren das nur, okay. Und dann natürlich die hier und die hier. Wie viel habe ich denn noch? Woher habe ich diese ganzen Sun Angels? Keine Ahnung, aber die kriegt man nicht mehr. Das Event dafür ist vorbei. Er wird die bestimmt auch nicht haben wollen, aber er kriegt sie jetzt einfach von mir.
Ist mir egal. Natürlich auch die ganz schlechten Pets hier unten. Und dann sollte es das gewesen sein. Mein Inventar ist jetzt leer, bis auf das eine Pet, das ich nicht verlosen kann, weil es ja an mein Profil gebunden ist. Oh, Processing, please do not leave. Gibt es ein Problem? Ah, ne, gut. Gibt kein Problem. So, in diese riesige Bank, warte, ich kann es so machen. In diese Bank füge ich jetzt Latest Version, den Gewinner der Verlosung hinzu. Klar möchte ich ihn einladen, gar kein Problem. Und jetzt schreibe ich ihn einmal auf Discord. Ich habe dich zu meiner Bank eingeladen, räumen sie leer. Und würde ich sagen, frohes Schaffen. Meine Bank wird gleich leergeräumt, wird natürlich ein bisschen dauern, er ist jetzt auch nicht permanent aktiv. Dann habe ich nur noch dieses eine Pet und ich gehe jetzt einmal auf die Roblox-Webseite. Er hat Danke sehr geschrieben, also wird das jetzt wahrscheinlich machen. Ich gehe auf Avatar, wähle mir einfach einen gekauften Avatar aus, zum Beispiel den hier. Da ist nämlich kein Merch-Item dabei. Dann gehe ich wieder zurück in Pet Simulator X rein und dann sehen wir mal, wie es aussieht, wenn ich gar kein Pet im Inventar habe. Wir schauen jetzt nach und hier bin ich als Fingerman und ich habe 0 von 23 Pets equipped und 0 Pets im Inventar. Man kann sich tatsächlich kein Pet auswählen. Ich habe keine Pets mehr. Lol, hier sind nicht mal Coins gespawnt. Wo sind denn die, Lucky-Blöcke hin? Ich dachte, es gibt Lucky-Blöcke. Hallo? So, in meiner Bank ist noch alles drin. Er wird jetzt wahrscheinlich anfangen, die Bank leer zu räumen. Okay, ich dachte, die Huge-Pets sind schon weg. Wir schauen einfach gleich nochmal nach. Aktuell sind 397 Pets in meiner Bank. Dann gucken wir mal nach. Ich finde dieses Outfit übrigens mega geil. Vor allem, wenn ich damit tanze. Yeah! So, wenn ich jetzt auf Sachen klicke, um sie abzubauen, geht es nicht. Wenn ich auf Equippe gehe, steht da auch No Pets. Ich habe keine Pets. Lustig wäre dann auch noch, wenn ich so gar keine Währungen mehr hätte, wenn ich so gar nichts hätte. Das wäre so interessant. Dann kann man im Pet Simulator, glaube ich, gar nichts mehr machen. In meiner Bank sind nur noch 321 Pets drin. Die hier sind nur noch drin, die schlechten Pets. Aber die guten Sachen hat er schon alle rausgeräumt. Aber er kann sich gerne alles nehmen. Oh nein, den hier will ich abbauen. Nein. Ja gut, ich kann den jetzt nicht abbauen, so sind die Regeln. Was soll ich machen, ha? Es geht halt nicht anders. Na gut, dann kann ich halt den wunderschönen Rainbow Lucky Block nicht abbauen. Ich kann mit dem Hoverboard in das Ding reinglitschen, yeah. Latest Version wird jetzt auf jeden Fall einige coole Pets haben, die er in das nächste Pet Simulator Spiel übertragen kann. Wenn er es nicht spielen will, kann er es ja auch anderen Leuten geben. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und fangt an, Roblox Studio zu lernen. Auf meinem Kanal gibt es eigentlich nur Tutorials. Bis dann und ciao!